Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Tempo 67 wieder. Immer noch erkältet, ja, ein klein wenig. Ja, ich jammer gerne ein bisschen rum. Und wie ihr seht, sind wir in unserem Minecraft-Feld. Wir werden heute weiter ein bisschen die Küche weiter umbauen. Und irgendwo muss hier die Schoki schon rumstromern. Ich höre sie doch schon. Gut, ich komme mal rüber. Stimmt, moin Schoki! Oh weia, auch das noch. Eine gute Morgenschokolade. So, wir wollen gucken, wie viel Birkenholz haben wir hier? Gehe ich wieder auf Hölzchen, ja? Ja, es muss das mal reichen. Trotzdem hole ich nochmal ein paar Hölzchen, ja? Nee, müsste alles soweit reichen. Ja? Okay. Ja. Ja. Wollen wir bunte Kisten machen oder wollen wir normale Kisten machen? Normale. Okay, also keine bunten. Gut. Wir haben sowas von Schwarzeichenholz. Ich nehme mir mal einen ganzen Stack. Und baue mir erstmal daraus gleich Kisten. So, ich gehe mal kurz draußen beseitigen und dann bin ich sofort wieder da. Bin hier auf dem Hof. Jojo. So. Also was muss ja auch beseitigt werden, dass hier rumsaust, dass hier alles einlädt. Guck mal, geht's doch schon wieder runter. Oh, hier. Gleich beseitigen. Ja, mal ganz viele Kisten machen. Machen wir jetzt so hier. Wie aufmerksam. Machen wir so. Zack. Jetzt haben wir hier nochmal was. Wir brauchen ganz viele von den Kisten. Zack. Und wir brauchen nochmal sowas. Gut. Wir brauchen jetzt wir nehmen wieder Vierer, ne? Ja. Birkenholz. Okay, das sieht dann so aus. Okay. Birkenholz. Jetzt müssen wir mal Birkenholz hier nehmen. Ja, einmal ein ganzes Deck hier erstmal. So. 1, 2, 3, 4. So. Ach. Das war ja gerade toll. 9. 5. 10. Gehen wir 32 von den Dingern raus. Ist doch schön. So. Das tue ich mir jetzt nicht an. Flop. So, die gehen rein. Ich habe erstmal 32 doppelte Schubladen. Das ist doch klasse. So, die Küchenrezepte. So, ich komme jetzt wieder zurück. Und zwar Pam's Harvest Craft. Genau. Brauchen wir. Fisch und Chips gibt's, cool. Habe ich gleich auch schon mal gemacht. Gegrillten Käse, okay. Fisch Sandwich. Ich wollte ja nur gucken, ob wir für irgendein Rezept jetzt noch gebratenes, genau. Schon mal anfangen auszuräumen? Nein, bringt ja nichts. Wo willst du es hinpacken? Wo willst du es denn hinpacken, Schoki? Hm? Ey, ich muss erstmal warten, bis du
da was gepackt hast. Geh ich schon mal wieder ein bisschen auf den Fluss. Mach das. Okay, hier habe ich nichts. Ich weiß einfach, irgendwo was hatten mit Spiegelei. Welcher Mod war denn das? Wenn ich das jetzt nochmal wüsste. Das war auch der Kochmod. Ja, aber ein anderer. Das ist das ganze normale hier. Oh, das Englisch macht mal Rostbeef. Okay, gut. Wusste ich auch noch nicht. Das ganze Hühnchen? Es gibt doch Amethysterz, gibt's auch. Cool. Sehe ich gerade. Bernsteinerz, Saphirerz, Malachit. Boah, was denn alles gibt. Was ist denn das? Biom so plenty. Das haben wir noch nicht gefunden, ne? Hier gibt's Waffeln. Dein Blumenkranz, ne? Ich muss hier mal der Reihe hier kurz mal durchgucken. Wo hier was ist. Ja, wüsste welcher Mod das wäre. Wäre es ja einfacher. Das ist Pam's Harvestcraft. Weil irgendwo gab es doch Spiegeleier. Eier mit Speck, ne? Ja. Gibt ganze Sandwiches. Oder haben wir die nicht mehr drauf? Oh, das weiß ich nicht, aber aber normal haben wir den bestimmt noch drauf. Aber ich finde die nicht mehr. Mal nach Bacon suchen. Da, Bacon und Egg. Okay, dafür braucht man dann auch Bacon und Baconmasse aus Schweinefleisch. Okay. Also rohes Fleisch. Okay, gut. Dann können wir das so bauen. Das heißt, ja, wie sage ich es meinen Nachbarn? Ich brauche jetzt erstmal nochmal so ein paar Verkleidungen. Ich hätte auch mal Lust, sowas bunte Schubladen zu bauen. Aber jetzt habe ich schon andere gebaut, es ist zu spät. Ich brauche diese Verkleidung. Okay. Dann klicke ich jetzt nochmal durch. Bis ich zum Drawer-Mod komme. Ups, da war er schon. Zu weit. Dann nehmen wir jetzt eine Verkleidung. Okay, das machen wir so. Stöcker und sowas. Was habe ich noch an Holz? Ich habe Eichenholzbretter ganz viel, die hebe ich mir auf. Ich habe noch Eichenholz, das hebe ich mir auch auf. Nehmen wir jetzt nochmal 8 von denen. Mit Schwarz-Eichenholzbretter. So, und dann mache ich mir jetzt diese habe ich 2 über. Das war glaube ich so, ne? Ach, machen wir mal alle hier, ist doch egal hier. Was soll der Geiz? Gut, jetzt wird's kompliziert. Was machen wir als erstes?
Was machen wir jetzt als erstes? Wir müssen als erstes eine Leitung bauen. Das heißt, vom Gebratenen braucht man nichts, das geht rüber in den Vorratsraum. Die Leitung passt. So, jetzt bauen wir hier erstmal. So viel brauchen wir doch gar nicht. Wenn wir hier hinten das machen. Nein. Ich setze hier in der Mitte den Controller rein. Ein paar Etagen tief. Aller Anfang ist schwer, Freunde. Aller Anfang ist schwer. Den hier hinten brauchen wir gar nicht. Den können wir hier wieder rausnehmen. Diese Schublade hier. So, jetzt habe ich erstmal hier 32 So, die Küchengeräte in der Mitte alle, oder? Ja, die kommen in die Mitte. Haben wir eine Schublade dabei? Natürlich nicht. Baue ich die jetzt hier mal auseinander, die Schublade? Toll, super. Ist doch egal. Rein da. So, die erste Frucht ist drinne. Ich höre jetzt mal alles rein, was ich so nicht brauche. Meines Amtes du kannst den ersten Teil schon mal. Die ganzen Vorräte hole ich schon mal. Genau, die ganzen Küchenzutaten kann ich schon mal holen. Wie gesagt, hier, diese Regalreihe, diese hier, ne? Bis unten runter, die muss alles umtransportiert werden. Nochmal, diese ganze Reihe. Die lange. Was hier vorne ist, das nicht, das ist Vorratsraum. Das ist alles Vorräte, ja. Und das ist das zum Kochen, was du da hast. Ja, aber der Schieber gehört auch dazu. Ja, dann nimmst du ihn mit. Ich bringe noch ein paar andere Sachen weg, die ich jetzt einfach nicht mehr brauche. Die Steine sind über, die Steine sind über, die sind über. Die sind über. Schwarzeichenbretter auch mit weg. So, gehen wir wieder rüber. Okay.
Diese Lampen müssen wir ja auch noch hinbauen. Kakaopuder habe ich ganz viel hier. Mhm. Diese hier wegnehmen. Kann ich da um eine Ecke bauen. Gute Idee. Das machen wir mal. Weg, weg, weg. Bauen wir hier um die Ecke rum. Das machen wir so. Jetzt haben wir nur noch drei. Na gut, die können wir nachher noch mal ein bisschen erweitern. Das heißt, es sind kleine... Man muss da gucken, wie es geht, ne? Das wird ja noch zugebaut. Dann machen wir hier das Fleisch rein. Das rohe Fleisch. So. Dann müssen wir irgendwann nochmal eine Truhe machen, wo es dann hingeht, in den Vorratsraum, ne? Ja. Super. Das nehme ich jetzt auch nochmal mit, das brauche ich nämlich auch nicht mehr hier. Und hier haben wir nochmal ein paar Schubläden. 1, 2, 3 lassen wir hier. Ich glaube, ich sollte vielleicht als erstes die Leitung vom Garten hier zum Vorratsraum umlegen. Weißt du warum? Ja. Weil dann hast du es nicht so weit zum Laufen. Aber nee, wir wollen es ja einsortieren und abschließen. Außerdem wird gerade Nacht. Ich würde gern schlafen, damit ich dann in Ruhe hier draußen bauen kann. Okay, kann man machen. Ja, ich komme zurück. Bin schon unterwegs. Bin gleich da. Ich habe noch so viel Material gerade, was ich gerade nicht brauche. Das verstaue ich erstmal. Und dann gehen wir schnell ins Bettchen. Ich glaube, das könnte nicht verkehrt sein. Nein, nein. Toll, von Schoki sieht man nur wieder die Rübe wieder. So. Raus hier. Geht aber kurz beiseite. Ich muss hier ran. Jetzt gucken, wo hier der Controller drin sitzt. Und so ein Piss. Da sitzt er. Den nehme ich mir jetzt einfach mit, den Controller. Damit ich den drüben anschließen kann. Den Vorratsraum, die Regale lassen wir hier stehen. Da packen wir nachher nur um, was hier in der Ecke steht, ne? Alles, was von hier ist, wird dann hier rüber beseitigt. Ja, aber erstmal müssen wir hier alles, was hier drin ist, weggehen. Hier ist man noch ein bisschen was zu tun. Ja. Kannst du schon einsortieren, wenn du möchtest. So, jetzt nehme ich auch mal diesen ganzen kleiner Radatsch hier mit. Ach, pack dich jetzt mal richtig voll, macht ein bisschen mehr Sinn. Der Rucksack mit Mod ist genial, ja. Wo muss man die eigentlich setzen? Ach, ich weiß nicht. Ich setze jetzt irgendwie hin.
eine Hoffnung. Das ist super. Ich hätte sollen vielleicht vorher eine kleine Verkleidung mitnehmen sollen. Oh Mann, ey. So, hier, komm. Abbauen. Oder wo ist denn das eigentlich? Mittig da ist das, okay. Das heißt, hier ist irgendwo... Da ist er. Der muss noch ein tiefer. Ich würde ja noch ein tiefer bauen. Dann möchte ich ihn hier hinbauen. So. Da kommt die Anschlussleitung hin. Da muss die Leitung lang liegen. Wenn wir Fleisch braten, schlachten, geht das gleich da drüben rüber. Wir müssen aber nicht alles schlachten, wir können auch was rüberpacken dann, ne? Kannst du mir bitte zeigen, wo ich schon mal was hinpacken kann? Komm mal mit. Ja, siehst du doch. Hier. Hier in die Ecken, ja, okay. Da kannst du überall was hinpacken. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen erweitern. Ist aber kein Problem. Wir haben genug Sachen da. Ja. Kannst du sortieren nach Obst, nach Gemüse. Hinten ist ein bisschen Fleisch schon mal. Obst und Gemüse kann ich durcheinander packen, das finde ich, ja. Okay, weil das ist dann hier größer vielleicht, ne? Ja, kann sich besser bewegen, ne? Mhm. So, die packe ich erstmal hier wieder rein. Okay, dann gucke ich mal, ob ich jetzt die Leitung erstmal hinten schon mal umlegen kann. Die kommen irgendwo hier an. Das weiß ich noch. Diese Leitung muss ich hier kappen. Dann muss ich die Leitung da drunter lang bauen. Geht aber auch. Großer Leitungsumbau. Die Fressleitung funktioniert derzeit nicht. Da müssen wir hin. Das ist die alte Leitung, die kommt raus. Hier ist ein Controller. Wer ist ein Controller? Ist denn das? Hallo? Wer ist ein Controller? Ist denn das? Ist ein Controller? Ach, das war dieserjenige, welcher? Okay. Den können wir hier rausnehmen. Den auch. Genau, das ist ja diese Ecke. Warum waren hier zwei eigentlich drin? Gut, so lassen wir das Ganze erstmal. Jetzt werden wir diese Leitung mit der Leitung verbinden.
vorher sollten wir hier vielleicht etwas zuschütten. Damit keine bösen Buben rauskommen können. Dann das Ganze vielleicht von oben machen. So, das füllen wir hier erstmal auf. Natürlich nicht mit Holz, ist klar. Dafür nehmen wir Erde. So, die Erde ist hier aufgefüllt. Können wir ein bisschen Kies hier wieder reinpacken, so ein bisschen so. Schwupps. 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 Und pack mal hier. Ach, da war nur ein Slave. Das war nur ein Slave? Wo war da ein Slave drin? Hä? Das war nur ein Slave. Okay. Au! Ich wollte hier eigentlich jetzt nicht runterfallen. Partout nicht. Hab's aber dennoch getan. Das sind die jetzt mit den neuen schon verbunden. Sehr gut. Haben wir diese Ecke geschafft? Sehr schön. Das ist sehr schön. Ja. Dann könnte ich ja eigentlich hier alles wieder langsam zumachen. Die Anleitung bauen wir hier unterm... Hopperdachs. Wir brauchen Hopperdachs. Und zwar eine ganze Menge. Haben wir welche da? Bin leicht verwirrt, ich laufe verkehrt. Hopperdachs. Wir haben noch 8. Ist nicht viel. Wir müssen noch welche bauen. Dazu brauchen wir Eisen. Wir haben hier genug Eisenbarren. So. Hoppa.